Das ist schon die perfekte Mischung. Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück bei Nerdshelfen.de. Ich bin's, Ronny, und Bodo ist auch am Start. Das bedeutet, es gibt was zu futtern. Ihr seht schon, es gibt eine Einmannpackung. Das Ganze kommt von Matthias. Das ist quasi ein bayerischer Stil der Einmannpackung. Er hat vieles aus seinem Bereich aus Bayern damit reingepackt. Soweit es denn möglich war, hat das Ganze ein bisschen angepasst, so wie er sich das vorstellt. So gibt es das natürlich nicht zu kaufen. Vielleicht haben wir jetzt eine Marktlücke entdeckt. Schauen wir mal. Was sonst noch drin ist, werden wir einfach, ich würde sagen, kurze Rede, langer Sinn und andersrum, ne? Wir hauen uns das Ding hinter die Kiemen. Ja, ich würde sagen, wir packen das einfach mal so wie immer einmal aus, dass wir uns einen Überblick verschaffen, was drin ist. Ah, das sieht schon mal gut aus. Was zum Naschen da? Eine Mehrzwecktüte, so rum. Also wenn es gut läuft, darf Matthias zukünftig seinen Versandhandel eröffnen. Ja, man weiß es noch nicht. So, also den Kaffee hat er ausgetauscht gegen hochwertigeren Kaffee. Das stand schon noch mit drin. Es gibt noch den Hausmacher-Senf, bayerisch süßer. Sehr schön. Dann haben wir hier kalt, High-Protein-Ice-Drink. Das hat er auch irgendwie so mit organisiert. Das sind die Kaugummis. Ich glaube, das waren noch die Originalen. Was zum Lachen. Also, nee, was zum Essen. Süßigkeiten so rum. Dann Tee, den ich noch nie getrunken habe. Original Bundeswehrzucker, weil da hat er gesagt, okay, geschrieben, es ist äußerst schwierig, so kleine Mengen zu bekommen, also vom Kaffee auch. Deswegen haben wir hier noch ein Erfrischungstuch, nochmal Zucker, Zitronengetränk. Hat sich mit dem Senf hat das aber auch gut gemeint. Na, dann hoffentlich liegen auch genug Weißwürste dabei. Ja, ich hoffe auch. Magnesium, Orangengeschmack, okay. Nochmal einen Tee, dann haben wir das zum Heißtrinken. Achso, ist wahrscheinlich beides das gleiche, nur halt einmal für kalt oder warm. Mehrzwecktuch, das können wir da einpacken, nochmal Zucker und Sicherheitszündhölzer, Inhalt 20 Zündhölzer. Okay, das ist schon mal das eine. Dann fangen wir weiter mit dem Süßen an fürs Frühstück. Ein bisschen Nutella, dann ein bisschen Kirsche, ein bisschen Erdbeer, ein bisschen Pfirsich wird es sein. Dann haben wir hier noch Honig, den hat er nochmal extra eingepackt. Sicher ist sicher. Dann nochmal, ne, das ist jetzt, ach was weiß ich, die Bilder sehen alle gleich aus. Irgendwas Fruchtiges, wächst auch bei uns. Ja, Weißwürste, 4 Stück. Muss man die dann jetzt eigentlich warm machen? Das steht bestimmt auch noch drauf. Wir gucken gleich nochmal nach. National und international. Platzmetzger. Was ist das? Achso, bayerischer Leberkäse. Dann das Ganze nochmal Schinkenwurst. Weiße Schokolade mit Erdbeer. Tolle Kombination. Insider wissen warum. Und Crispy Brownie, das ist dann auch für mal zwischendurch und nachhinein. Vollkornbrot in einer kleinen Packung. Was zu trinken. Und nochmal was zu trinken. Oh, ganz viel Brot. Da frage ich mich, wo es her hat. Leinsamenbrot, Vollkornbrot, Haferfitnessbrot und Roggenvollkornbrot. Also volle Packung. Und Leberknödelsuppe, das auch noch. Also wenn das nicht mal eine vollwertige Mahlzeit ist, dann weiß ich ja auch nicht. Das klingt schon mal alles sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir müssen irgendwie mal beim Frühstück anfangen. So, wir haben das Ganze mal ein bisschen kurz sortiert nach Frühstück, Mittag und Abendessen. Das heißt, hier dreimal Brot und den ganzen Süßkram und die Aufstriche, die Konfitüren. Mittags gibt es dann die Weißwürste plus die Schinkenwurst und halt viermal Senf und auch nochmal ein bisschen Brot. Abends dann die Leberknödelsuppe plus bayerische Leberkäse und auch nochmal Brot. Dann die Getränke habe ich jetzt erstmal offen gelassen, genauso wie Süßigkeiten und die Riegel oder was auch immer das ist oder die Schokolade, weil das verteilt man ja wahrscheinlich dann eh am Tag, so wie man gerade Bock und Hunger hat. Salz und Zucker lasse ich auch erstmal außen vor und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem Frühstück an. Trinken machen wir dann. Das heißt, das erstmal wieder beiseite. Ah, futtern wie bei Muttern. Leinsamen, Roggen oder Hafer. So, wir kosten alle mal, oder? Ja, würde ich sagen. Ist ja genug da. Noch mal eins hier rausnehmen. So, sieht schon mal gut aus. Dann fangen wir hier mit dem an, wo ich nicht weiß, was es genau ist. Ist auch Banane. Eine Banane ist es wahrscheinlich nicht, aber... So, da ist das Messer. Dann gehen wir mal rein. Was jetzt fehlt, ist tatsächlich Butter oder irgendwas. Bin jetzt kein Butter-Fan, aber manchmal hilft das ja auch. Ja, zum Frühstück irgendwie ein bisschen Butter ist ja gar nicht so verkehrt. Aber nee, aber ist, glaube ich, das Problem einfach, wie er schon geschrieben hat, man kriegt so eine kleine Behältnisse einfach nicht ran, weil es gibt nur die großen Portionen und von daher kann ich es auch verstehen. Also wenn es jetzt halt eben fehlt, mein Gott.
Ja. Ja, Roggenvollkornbrot hatte so, ja, was soll man sagen, kräftigen Geschmack. Ist eigen, mag auch nicht jeder, aber macht auf jeden Fall satt. Ja, jedenfalls irgendwas Fruchtiges ist hier drauf, was genau es ist, ich krieg's nicht auf die Reihe, aber es schmeckt. Wir machen dann einfach mal den Party auf. Nektarine. Nektarine wahrscheinlich, aber die Ablichtung der Früchte sieht jetzt auch irgendwie komisch aus. Es riecht aber genauso wie die hier. Es scheint nur eine andere Sorte zu sein. Also ich habe keine Ahnung. Ich esse jetzt auch nicht so die Geschmacksrichtung, die ich mir früh aufs Brötchen haue. Oder am Wochenende. Ja. Sehr süß aber auch. Also es hat diesen fruchtigen Touch, aber so genau rauskristallisieren, was es sein soll, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Von der Abbildung her Nektarine, ja okay. Aber egal. So. Habe ich das angebissen, stopfen wir erstmal hier rein. Wir nehmen mal ein bisschen von dem Hafer-Fitness-Brot dazu. So. Dann nehmen wir mal was ganz klassisch auch schmecken sollte. Erdbeere. Ja, es riecht auch definitiv danach. So. Das sieht schon mal gut aus. Das schmeckt wenigstens auch nach Erdbeere und ich weiß, es ist Erdbeere, nicht wie bei den anderen beiden Sorten hier. Ich könnte mir auch vorstellen, das sind nicht die günstigsten Konfitüre. Und der Hersteller sagt mir sowieso nichts. Aber das hat er nichts zu sagen, weil ich esse sowas selten. Aber die Erdbeere schmeckt gut. Dann haben wir Kirsche. Hier steht auch nirgendwo drauf, was es ist. Ne? Kann man wirklich rätseln, wenn man das nicht kennt oder sich ein bisschen doof anstellt. Riecht schon so noch ein bisschen nach Kirsche. Hm. Wie immer, aber immer so Sauerkirsche irgendwie. So ein bisschen. Mag ich jetzt speziell auch nicht so unbedingt gerne. Hm. Aber ja. Und da haben wir hier noch das Leinsamenbrot. Mal so eine Scheibe raus. Ja, natürlich das Beste hier noch. Mit viel Fett und viel Zucker. Nutella. Sieht ja wahnsinnig aus. Oh, das wird ein Genuss. Oh. Ich merke gerade, ich habe Nutella schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Sehr, sehr nussig. Aber lecker. Dann müssen wir gleich nochmal nachlegen. Hm. Sehr schön. Toll. Achso, Honig haben wir auch noch. Der gute Breitsamer, den gab es früher schon bei der Bundeswehr. Vielleicht kommt das aus dem Paket. Schön drauf hier. Sehr, sehr flüssig. Sehr schön. Noch die Nutella-Ecke wegmachen. Mmh. Hm, ja, Honig, süßer Honig. Also, der schmeckt gut, aber ich bin tatsächlich nicht so der Honig-Fan. Isst du gerne Honig? Ja, ja. Also, Honig ja. Mag ich auch. Ich würde es mir nur nicht ganz so dick drauf machen. Also, ich habe Honig so in der heißen Milch, wenn ich krank bin oder so. Vielleicht irgendwas anderes abzusüßen, aber. Ja, oder mal ein bisschen in Tee zum Beispiel rein. Ja, ich trinke ja so selten Tee, von daher. So, das wäre dann quasi erstmal so das Frühstück. Siehst du, selbst schwere Brotkrumen, wie im Fluge weg. Also, ein tolles Gadget, kann ich nur empfehlen. So, ich habe jetzt Bock auf, was ist das, Cappuccino? Und das ist 3-in-1 Classic. Bohnenkaffee, Kaffeeweißer und Zucker, so meinen die das, okay. Dann mal in eine Tasse. Hm. Naja. So, dann haben wir hier schon mal alles in der Tasse. Heißes Wasser drauf. Weiß mal nur halb. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel da rein muss.
Also die Tüten sehen zumindest so aus, als wären sie wirklich mal für einen Pott Kaffee gedacht. Ja, stimmt. Wir müssen, dürfen ja nicht Tasse sagen, weil das gibt immer Missverständnisse. Weil das ist für mich eine Tasse, aber also umgangssprachlich bei uns in der Region ist das eine Tasse und kein Pott, deswegen kommt das manchmal zu kleinen Unstimmigkeiten. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben's ja, wir sind ja auch lernfähig, manchmal zumindest. Ist auf jeden Fall schon mal süßer Kaffee mit Milch. Das ist schon die perfekte Mischung. Ja, das schmeckt, den kann man, ja. Den kann man trinken. Aber gut, Jakobs in so einer Packung ist auch bestimmt nicht gerade günstig. Muss man auch dazu sagen. Der gefällt mir. Der ist gut. Ein Kaltgetränk können wir uns eigentlich auch noch machen. Machen wir diesmal diesen High Protein Ice Drink von Shape Up. Auch noch nicht getrunken. Also die Verpackung haben es heute wieder in sich. Muss man eigentlich auch schütteln eigentlich. Okay, naja, wird ein bisschen schwierig. Das sieht aus wie eine, fast eine ganze Mahlzeit. So dick wie das Pulver hier ist. So, ne, wir müssen halt einfach mal rumrühren, ist auch egal. Kaltes, klares Wasser, kein Eistee, das noch zur Info. So, Glas voll. Definition von Glas voll, das üben wir nochmal. Wir brauchen noch einen Studio-Shaker. Na, es hat jetzt auf jeden Fall noch Klumpen drin, aber... Das sind die Stückchen zum Mitessen. Ja, soll ja auch eine feste Beilage sein, genau. Ja, Schoko ja, aber... Ein bisschen bitter, schmeckt aber jetzt nicht so doll nach Schokolade. Also so von der Färbung her und wie man sich das vorstellt, wird es kräftiger schmecken, aber das tut es gar nicht. Aber hat vielleicht auch wirklich was damit zu tun, dass es so vielleicht irgendwie so für Aftersport sein soll oder so, weil sonst shakt man das ja wahrscheinlich nicht so damm oder schüttelt das so zusammen. Shape Up ist, glaube ich, auch so ein Nahrungsergänzungshersteller, würde ich jetzt behaupten. Ja, wie gesagt, warm und kalt kann man das trinken. Kalt ist erstmal in Ordnung. Passt. So, für später. Nur die Stücke drin sind ein bisschen grob. Okay. Ja, dann hätten wir eigentlich schon die Münchner Weißwurst, 4 Stück, hergestellt in Bayern mit Schweinefleisch aus Deutschland. Haben die Bayern keine eigenen Schweine? So, wir müssen jetzt hier das Ganze öffnen, Flüssigkeit aus der Dose nehmen, das mit der gleichen Menge mit siedendem Wasser erhitzen, 10 bis 12 Minuten ziehen lassen, also nichts mit roh essen. Das heißt, das machen wir gleich mal. Das Wasser abkippen und kochendes Wasser draufkippen. Und wir gucken erstmal rein, wie es aussieht. Dann kippt man das Ganze weg. Natürlich nicht im Studio. Oh. Da ist eine Menge Wasser drin. Sieht das nicht toll aus? Riecht nach kalten Weißwürsten. So, die Weißwürste liegen jetzt hier im Topf, im heißen Wasser. Nicht kochendes Wasser. Die müssen noch ein paar Minuten ziehen. In der Zeit werde ich die Schinkenwurst aufmachen. Und das Ganze mit Vollkornbrot genießen, und zwar Vollkornsonne. Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Aber es ist auch wieder so ein Vollkornbrot halt. So ein dickes, sattmachendes. So. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Na, wenn das nicht gut schmeckt, dann weiß ich ja auch nicht. Dann schneiden wir uns hier mal so ein bisschen was raus. Schönes Gelee noch mit dran. Ah, wunderbar. Direkt draufpacken. Das Stück geht gleich. Zack, weg im Mund. Oh, schön gewürzt. Ich würde das Brot jetzt, glaube ich, direkt weglassen und es einfach nur so essen. Das Brot finde ich tatsächlich nicht so geil. Aber so. Bevor das Gelee runtertropft. Sehr lecker, gut gewürzt, schmeckt jetzt nicht zu streng irgendwie nach Fleisch oder so, aber klar, bleibt natürlich was aus Schwein, aber sehr lecker, schön, ja, schön gewürzt, wie ich gerade schon sagen, das Brot selber, ich mag dieses
komische Brot mit Pumpernickelbrot oder so. Das ist nicht so meins. Nehmen wir uns mal noch ein bisschen Schokolade. Ich habe jetzt Bock auf Schokolade, vor allen Dingen auf weiße Schokolade mit Erdbeer. Eigentlich eine Kombination. Weder mag ich Erdbeerschokolade, noch mag ich weiße Schokolade gerne. Aber vielleicht schmeckt es ja. Das sieht sehr, sehr flockig aus. Das hat jetzt Hafer to go. Achso, siehst du, das habe ich noch nicht mal gelesen. Also ist irgendwie so eine Haferschnitte. Sehr weich, ein bisschen klebrig. Ein paar Nüsse sind auch mit drin wahrscheinlich. Ja, die weiße Schokolade ist natürlich auch ein Bestandteil davon. Allerdings suche ich gerade so ein bisschen die Erdbeeren. Ich glaube, eine habe ich hier, so ein Stück zumindest. Aber das ist nicht viel, also man sieht es auch an dem Stück. Kann sein, dass das gerade ein Stück Erdbeer war. Aber das ist jetzt ein bisschen mehr Werbung, als das da drin ist, glaube ich. Ah, da ist noch eine. Schmeckt das jetzt wie so ein Corny-Riegel? Ne, wie Corny ist nicht. Was halt saftiger ist, also ist nicht so komplett ausgetrocknet. Schmeckt, ja, es bleibt so ein Haferriegel. Aber der ist halt irgendwie nicht so trocken, nicht ganz so mehlig im Mund. Leicht süß. Ist recht angenehm, also davon kann man so ein Ding auch mal wegdrücken. Aber von der Erdbeer hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also so ein bisschen wenig. Aber schon ganz nett. Ich befürchte nur, da der von Seeberger ist, dass der wahrscheinlich nicht ganz günstig sein wird. Wahrscheinlich nicht, nee. So, wir haben immer noch 3 Minuten. Ah, dann haben wir den Crispy Brownie auch gleich. Was soll's, wenn wir schon dabei sind. Oh, das sieht gut aus. Auch einmal wegbrechen. So, ist auch so ein bisschen weich noch. Der riecht schon schöner Schokolade. Ja, so stell mir das vor. Schmeckt nach dem, was auf der Verpackung draufsteht. Oben so Puffreis, Schokolade, dann eben diese feste Menge von so einem Riegel. Das kennt man wahrscheinlich auch, aber hat halt einen kräftigen Geschmack. Schmeckt halt wie so ein Fitnessriegel, also es geht so in die Richtung. Aber auch sehr lecker. So, wir bereiten uns schon mal die Hauptmahlzeit vor. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal nur ein Senfbehältnis. Ich glaube, ich brauche noch nicht mal alles davon. Oder Mostrich, oder wie man das so umgangssprachlich alles nennt. Oh, ja, das riechst du gleich so süß-sauer. Bisschen essiglastig. Aber der Hähnelmeier süße Senf ist lecker. Ja, ist er. Aber der kommt sehr selten bei uns zum Einsatz. Ah, und komm mal her. Du geile Wurst. Deckel hoch. Die schwimmen noch, die Würste. So. Dann setzen wir die mal ab. Ein bisschen beiseite. So, jetzt bin ich ja natürlich kein Bayer. Ich kenne das so, dass man die Haut abmacht. Also entweder irgendwie aufschneiden mit den Fingern oder mit dem Messer. Das, so kenne ich das zumindest. Und dann isst man die. Aber man kann die eigentlich auch mit der Pelle essen. Jetzt geht die blöde Pelle gar nicht richtig ab. So ein bisschen Spiel mit dem Essen hier. Genau, oder natürlich aus der Pelle rauszuzählen. Das geht auch, ja. Aber wie gesagt, jeder macht es wieder anders, ne? Ich glaube, wer jetzt wirklich aus Bayern kommt, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, mein Gott, wie machen wir, was auch immer, wie die da reden. Der alte Saupreuß schon wieder. Ja, genau. Ich kenne das halt so, von daher, wie gesagt, ich habe die beim letzten Mal aber auch mit Pelle gegessen, juckt mich so eigentlich gar nicht. Hauptsache Weißwurst. Genau, Hauptsache Weißwurst. Ja, ist ein bisschen rosa, glaube ich, sogar noch. Boah, gut, wird schon passen. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Bisschen von dem Senf wieder drauf. Lauwarm ist das Ding. Also hätte, glaube ich, noch ein bisschen länger drin bleiben können. Aber ist egal, schmeckt trotzdem. Aber ist jetzt vom Geschmack her, würde ich sagen, sind die Würste nicht so ganz das, was man halt wirklich frisch vom Bayerner irgendwie so bekommt. Schmeckt schon gut. Geht so in die Richtung, aber ich glaube, es liegt wahrscheinlich auch mit am Hersteller. Da gibt es wahrscheinlich auch 1000 Varianten und Sorten und eigene Rezepte. Ich denke mal, es geht sowieso nichts darüber, wenn du dir die frisch vom Metzger dann wahrscheinlich holst. Das ist ja hier wieder außer Konserve. Das wird schon was Besseres sein, aber ist halt immer noch aus der Dose. Hätte auf jeden Fall noch ein bisschen länger, glaube ich, drin sein müssen. Obwohl,
Die sollten ja nicht kochen, die sollten ja nur im warmen Wasser ziehen. Genau. Das Problem ist nur, dass wir jetzt so einen kleinen Topf haben, der natürlich dann auch schnell wieder runterkühlt. Ja. Aber schmeckt, aber es macht eigentlich auch die Kombination aus dem Senf und aus der Wurst. Die Wurst alleine, ich glaube, die würde man so gar nicht so viel von essen, aber weil halt eben das Süß, der süße Senf hier mit weiß. Jetzt lehnst du dich aber weit aus dem Fenster für die Bayern. Essen die so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die kannst du in allen Variationen essen. Also ich kenne es halt nur so. Ich würde die Wurst jetzt ohne diesen Senf nicht essen. Also würde ich schon, aber irgendwie gehört es immer mit dazu. Und es muss ja einen Grund haben, dass hier gleich 3 Stück von bei sind. Also na, praktisch vier jede Wurst. Pro Wurst eine Packung im Prinzip. Das ist dann schon ganz schön heftig. Aber da, den Senf auch nochmal. Der ist ordentlich, aber der ist lecker. Hm. Schön. Die anderen esse ich dann offline auf. Oder offscreen, wie man das jetzt auch nennen mag. Davon schnappe ich mir auch eine. Ja, ich bitte drum. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Weißwurst gegessen haben. Ist schon eine Weile her. Also dieses Jahr leider noch nicht. Nee, stimmt. Das war dann, glaube ich, letztes Jahr, ne? Also ich habe letztes Jahr eine gegessen, ja. Mhm. Ich mache mir noch einen Cappuccino, der Kaffee ist alle. So, diesmal die Packung auch richtig aufgekriegt. Das können wir mal ganz kurz lesen, was draufsteht. So. Nicht mehr ganz kochend, aber. Obwohl. Das auch nochmal kurz umrühren. Schmeckt jetzt irgendwie nur nach Wasser. Na ja gut, du hättest jetzt auch noch Zucker, den du reinmachen könntest. Ja, aber... Aber dann schmeckt es wie süßes Wasser. Wahrscheinlich, ja. Also im Vergleich zu dem Kaffee ist das ein Riesenunterschied. Der Kaffee war jetzt wirklich... Ja klar, der war natürlich süß und auch geweißt. Der Cappuccino schmeckt jetzt einfach total dünner. Und ich habe jetzt einen halben Pott, ich muss mich selber immer korrigieren sonst, also eine halbe Tasse jetzt genommen. Aber... Also noch weniger, dann hast du ja gar nichts von. Ich weiß nicht, was das für Abmessungen sind. Also ja, der Hauch von Cappuccino kommt durch, aber das ist jetzt so alles andere als befriedigend. Nee, das war jetzt nicht so prall. So, weiter geht's. Quasi sind wir beim Abendessen mehr oder weniger angekommen. Noch mal gucken, wie das geht. In konzentrierter Brühe. Ja, wird man wahrscheinlich warm machen müssen, oder? Leere Dose mit 3/4 Wasser auffüllen und... Ja, auch die Leberknödel... Suppe haben wir jetzt quasi hier in den Topf reingemacht, nochmal 3/4 Wasser, also in den Behälter reingemacht und jetzt lassen wir das nochmal kurz durchziehen. In der Zeit, das sind auch so 10-12 Minuten, wie ich ziehen soll, nehmen wir uns nochmal das Vollkorn Plus, quasi das letzte Vollkornbrot, was mir wahrscheinlich genauso gut schmecken wird wie die anderen Vollkornbrote, die jetzt hier mit bei waren. Und dazu gibt es den bayerischen Leberkäse aus der Dose. Mit Schutzdeckel. So, sieht auch schon mal gut aus. Riecht auch gut. Jetzt wird es bestimmt auch gut schmecken. So, schönes ganzes Stück. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Dose, die ich einfach so auffutter, ohne dann wieder ein Brot zu nehmen. Aber wir sind ja kultiviert heute mal mit Brot und ohne Butter mit Wurst drauf. Weil, wie auch immer. Das Brot klaut mir gerade den ganzen Geschmack. Ich weiß schon, warum ich das nicht gerne esse. Machen wir es doch wieder so. Auch wieder schön gewürzt. Also es ist wirklich gut gewürzt. Das ist, wenn man da manchmal so die Dinge bei uns hier aus der Region sich kauft, aus der Dose oder so, das kannst du damit gar nicht vergleichen. Nehmen wir uns auch mal ein Löffelchen, kost mal die Suppe. Gut, die ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Wasser geworden, aber hat schon einen schönen, ja, kräftigen Geschmack. Bisschen quasi das Grünzeug, was da mal vielleicht drin war, das schmeckt man auch noch raus. Das hat schon mal was. So, dann haben wir jetzt hier so ein Knödel. Sieht schon mal interessant aus. Und dann
Oh, wir müssen eintätschen hier. Schmeckt strenger. So geht so gefühlt jetzt nach meinem Geschmacksnerven ein bisschen so in die Leberrichtung. Ich weiß jetzt nicht, was in so einem Leberknödel drin ist. Leberbestandteil ist wahrscheinlich nur sehr gering. Aber schmeckt auf jeden Fall danach. Trifft jetzt aber nicht so ganz meinen Geschmack. Ist irgendwie. Vielleicht fehlt halt einfach auch so mehr so das Drumherum, dass es nicht nur eine Suppe ist und mit den Leberknödeln drin, sondern irgendwie Kartoffeln und keine Ahnung, irgendwas dabei. Aber so ist es schon mal ganz nett. 34% Schweineleber. Ja. Das mag vielleicht auch das sein, was mir jetzt daran nicht ganz so schmeckt, weil wenn wir Leber zu Hause machen, kaufen wir keine Schweineleber mehr, Rinderleber auch nicht mehr, meistens dann irgendwie Geflügelleber, weil die im Geschmack nicht ganz so intensiv ist, aber trotzdem noch diesen Lebergeschmack hat. Vielleicht ist es auch das, was mich gerade so ein bisschen dran stört. Aber so grundsätzlich schmeckt es gut, dürfte aber gerne noch ein bisschen würziger irgendwie sein. Also für so eine Suppe finde ich das jetzt ein bisschen, oder dafür, dass sie jetzt in der Suppe mit drin lagen, finde ich die Knödel selber ein bisschen lasch. Die Suppe selber ist aber in Ordnung. Aber das passt, das ist schon in Ordnung. Ist allerdings, muss ich jetzt auch sagen, nichts fürs Feld, weil die Menge an Wasser, die man hinzufügen muss, beziehungsweise das Aufkochen stehen lassen, ist ja nichts für die schnelle Mahlzeit. Also das würde ich jetzt so dann wahrscheinlich im Feld oder im Wald nicht machen. Aber die Grundidee ist erstmal klasse. So, nochmal kurz den Cappuccino kosten. Jetzt schon ein bisschen besser geworden. So. Lachgummi. Kaugummi. Und dann sind es eigentlich nur die Getränke, ja. Was nehmen wir denn da? Himbeere oder Orange? Ich glaube, Orange ist langweilig. Wir nehmen mal Himbeere. Das Ganze ergibt aber ein 3/4 Liter Getränk aus 100 Gramm. Das heißt, ich brauche jetzt für mein Tässchen hier nicht so viel. Das ist nur zum Angucken. So, dann war's das. Natürlich nicht. So, noch ein bisschen was rein. Wahrscheinlich ein Viertel vielleicht, wenn überhaupt. Ist auch egal. Kaltes, klares Wasser drauf, auch wenn hier was anderes drauf steht. So. Aber die Tasse einfach voll. Oh, Wasser ist dann jetzt auch alle. Perfekt. Super abgemessen. Das riecht aber, das riecht schon sehr fruchtig, ne? Und ist irgendwie noch was. Ja. Ich trinke mal einen Schluck ab. Viel zu viel drin. Oh, perfekte Mischverhältnis. Richtig lecker. Fruchtig, erfrischend. Mit kaltem Wasser. Ah, in meinem Batman-Pot. Das ist super. Genau richtig getroffen. Perfekt. So. Gummibären. Gut. Ziehen wir uns auch noch mal kurz rein. Mit Fruchtsaft und Vitamin. Tutti Frutti würde ich sagen. Fruchtgummi mit Vitamin und Tutti Frutti Geschmack. Isst man so weg. Ich glaube, da muss man nicht bestimmen, nach was es schmeckt. So, da haben wir noch die Bundeswehr-Kaugummis. Für die Zahnpflege danach. Schmeckt irgendwie komisch. Zuckerfreie Kaugummi mit Süßungsmitteln. Nach was es schmecken soll, steht jetzt nicht drin. Riecht jetzt auch nicht irgendwie, aber so ein bisschen Minze wird es wahrscheinlich sein. Aber halten wahrscheinlich auch genau 5 Minuten. Jo, dann war es das auch. Den Tee spare ich mir, Zitronen, Heißgetränk spare ich mir jetzt auch. Das High Protein jetzt nochmal warm machen mit der Schoko, was wir jetzt hier hatten, ist jetzt, glaube ich, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Werde ich dann einfach mal so nochmal trinken. Ansonsten muss ich sagen, Matthias, ein sehr, sehr geiles Paket. Ist jetzt, wie gesagt, nicht so unbedingt für den Wald geeignet, weil halt einfach das mit dem Wasser, mit dem Aufkochen und so weiter sich ein bisschen schwierig macht. Man muss halt einfach zu viel mitnehmen. Aber so von der Auswahl her, sehr geil. Jetzt, dass ich jetzt nicht persönlicher Freund von so Roggenbrot bin und so, das ist eine andere Geschichte, oder keine weiße Schokolade mag, das persönliche Geschmacks,
Geschmacksrichtung. Ansonsten muss ich sagen, ist alles mit bei. Und damit kann man auch einen Tag ganz locker und gut überleben und wird wahrscheinlich auch ordentlich satt. Spätestens, wenn man das ganze Brot weggefuttert hat, ist man satt. Genau, das war auf jeden Fall eine schöne Zusammenstellung. Ich glaube nur nicht ganz so preisgünstig. Ja, also wenn man das jetzt mal in Relation sieht, wahrscheinlich zu dem Inhalt, der normal in einem EPA drin ist, wird das wahrscheinlich hier locker das Doppelte gekostet haben. Ja, alleine schon, wie du sagtest, hier mit den Konfitüren oder mit dem Jakobskaffee, was ich gesagt habe, oder Riegel von Seeberger. Die Seeberger Riegel, genau. Ja, Weißwürstel also, und so weiter. Das wird preislich. Weiß jetzt nicht, aber da kommen wir bestimmt locker auch so 25 bis 30 Euro, oder schätzt du? Könnte schon. Also ich würde zumindest das Doppelte von dem schätzen, was ein normales EPA wahrscheinlich der Inhalt kostet. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine sehr coole Zusammenstellung gewesen. Genau. Wir danken dir auf jeden Fall für deinen Einblick, wie du dir sowas vorstellst. Ich kann mir das auch vorstellen. Aber wie gesagt schon, es ist jetzt nicht ganz so praktikabel, was die Weißwürste und die Leberknödel angeht, weil die Zubereitung kann man so irgendwo im Wald oder auf dem, wenn man irgendwo unterwegs ist, halt nur schlecht oder schwierig umsetzen wahrscheinlich, je nachdem, was man bei hat. Gerade wenn man immer noch mal zusätzlich Wasser mitnehmen muss, um das halt aufzukochen, ist es halt nicht so ganz richtig, weil das Wasser ist eigentlich dann eher zum Trinken da. Aber ja, trotzdem sehr, sehr geile Idee. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und Feedback wie immer rein in die Kommentare, natürlich auch gerne, wie ihr das Ganze findet oder ob wir zukünftig irgendwie was anderes machen sollen in die Richtung oder schlagt gerne was vor, wir sind da relativ offen. Das, was umsetzbar ist, das werden wir auch einfach machen und ansonsten einfach genießt das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!